Ich glaube, es ist jetzt fast 2 Wochen her, wo ich an der Harley gearbeitet habe. Ich bin mit fast allem fertig, bis auf meinen Lenker. Und das, weil die Griffe noch nicht da waren. Die sind gestern erst angekommen. Die sind stabil. Die alten waren so, das waren so Gummigriffe. Die originalen Harley-Griffe sind scheiße und das ist stabil. Irgendwo aus Simbabwe zugeschickt worden. Deswegen hat das so lange gedauert. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Wochen darauf gewartet. War aber viel, viel günstiger, als wenn ich sie bei Harley Davidson selbst gekauft hätte oder woanders. Ich habe nur $12 oder $10 oder so bezahlt. Und scheint, als wäre die Qualität ganz gut. Ich werde es jetzt installieren und dann schauen wir einfach mal. So, let's go. Hey. Meine Haare sind mittlerweile auch wieder lang, Leute. Der Bart wächst schnell nach und die Haare eigentlich auch, außer dass es halt hier vorne dünner ist. Jetzt kann man besser sehen, das hatte ich das letzte Mal. Interessiert euch eh nicht, aber die Haare, das ist die Situation, die wir gerade haben. Okay, hier sind jetzt die Dinge, die ich gemacht habe die letzten paar Tage oder die letzten 2 Wochen. Mein Tacho ist jetzt hier an der Seite. Dazu musste ich die Kabel hier verlängern. Weil die Anzeigen sind hier oben und mein Tacho ist jetzt hier unten und es hat halt irgendwie nicht gereicht. Also Kabel verlängert, Tacho umpositioniert, das Teil hier musste lackiert werden und mein Tank sitzt höher jetzt. Ölwechsel haben wir gemacht, neue Lenker, neue Griffe kommen jetzt und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Die ganze Plastikverkleidung hier ist weg. Also einige Dinge wurden gemacht an der Harley und heute will ich meinen Lenker fertig machen und als nächstes kommt dann Luftfilter. Nach Luftfilter dann sehr wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, aber mal gucken. Ich habe die linke Seite zuerst gemacht, weil die linke Seite viel einfacher ist als die rechte Seite. Hier an der rechten Seite, das ist da, wo ich Gas gebe mit. Also kommt hier so ein Draht rein. Und das sind so kleine Pins noch. Ist voll die Fummel zur Arbeit, aber ja, muss sein. Also. Endlich drin, Leute. Das hat ewig gedauert. Finger sind. Wie gesagt, ich bin ja kein Mechaniker, Leute. Ich mache das alles einfach nur so hobbymäßig. Deswegen hat das gerade ewig gedauert, diese Kacke hier reinzukriegen. Diese 2 Dinger da mit dem Draht da drum und so weiter. Diese kleinen Pins sind immer abgefallen. Horror. Die Seite ist jetzt auch dran, funktioniert auch. Ich wäre jetzt soweit eigentlich fahrbereit. Will aber noch ein bisschen hier die Kabel und so weiter schöner machen, denn die Front sieht irgendwie kacke aus gerade. Und dann fahren wir noch. Ich habe mich schnell umgezogen und bin zu AutoZone gefahren, denn eine Sicherung ist durchgebrannt, deswegen ist die Maschine eben nicht angesprungen. Ich hoffe, dass es deswegen ist. Ich meine, das hätte ich so oder so auswechseln müssen. Fuck.
Sicherung ist drin. Kappe wieder drauf. Das kommt da rein. Jetzt mal beten, dass das wegen der Sicherung war. Aha. Fühlt sich gut an. Ich habe die Kamera einfach laufen lassen, Leute. Bin hier einmal um den Block gefahren, bin da wieder raus und ja, einmal nur so Testfahrt, um zu gucken, ob alles cool ist. Könnte sein, dass ich noch ein bisschen hier rum, dass ich die Position ändern muss, ein bisschen, aber das werde ich bei einer längeren Testfahrt dann erst so richtig merken. Ich mache mich auch gleich schon fertig und fahre. Nehm die Harley dann mit und fahr dann zum Rio. Ich treffe einen Kumpel da und dann machen wir so einen Spa-Tag. Gebastelt wird jetzt nichts mehr an der Harley für heute. Das war's soweit. Als nächstes kommt, wie gesagt, Luftfilter. Ich will diese dicken Blinker hier, diese hässlichen Frontblinker, die will ich auswechseln, also kleinere dran basteln, genauso wie die hinteren. Mein Heck wird irgendwann gekürzt, das ist aber als allerletztes. Zündschloss und das Teil hier kommt auf die andere Seite. Somit haben wir dann, ist hier dann alles frei. Und ja, das sind auch einige Sachen, die ich an der Harley machen möchte. Aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Und ein richtiges Video, wenn die Harley fertig ist, gibt es dann auch noch. Aber für heute war es das dann erstmal. Es gibt im Übrigen, ich war dieses Jahr dreimal pokern bis jetzt. Das allererste Mal war ich, da war meine Mutter noch hier, habe ich $90 verloren. Zweite Mal war ich sturzbesoffen, habe ich $255 gewonnen. Und ich war gestern nochmal ganz kurz, weil ich den Trooper im Venetian getroffen habe. Und habe dann dort auf den gewartet, habe irgendwie nur 2 Stunden gespielt und da nochmal $375 plus gemacht. Ich weiß gar nicht, was das jetzt total ist, aber einmal 255 plus, einmal 375 plus und einmal minus 90. Also, schmeckt soweit für dieses Jahr. Ja, aber ich dachte mir sogar, dass wenn die Harley fertig ist, dass ich dann einmal so ein Video mache wie ganz früher, wie 2017, wo ich halt gerade erst die Harley hatte und wir ständig zum Strip gefahren sind, zum Pokern und so. Also wenn die Harley fertig ist, mache ich nochmal so ein Video, so richtig wie früher. Nimm mal die Harley, fahr mal zum Strip, Poker, Harley wieder zurück. Vielleicht eine Runde durch den Red Rock und dann wurde das. Das wurde auf jeden Fall für jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren. If you like this video, please share this video. Leave a comment below and hit the thumbs up button. Also check out HD Poker. Now available on mobile and Steam. Hab mir im Rügen gerade eben, als ich die Sicherung gekauft habe, auch ein Messer gekauft. Bin absoluter Messer-Fan. Hier ist noch eins.